Ja, lieber Reinkick-TV-Zuschauer, ich habe natürlich auch noch ein Thema, wo ich mir seit Monaten, Jahren einen Kopf am Zerbrechen bin. Das ist immer wieder die Wechselbörse in der Winterpause, in der Sommerpause, festgeschriebene Ablösesummen der Spieler und dann halt frei verhandelbare Ablösesummen, gerade im Amateurbereich. Doch ein ziemlich heikles Thema, gerade wenn man natürlich als Trainer, so wie ich, auch tätig bin, im Winter Spieler verpflichten möchte, wo man mitbekommt, was die Vereine dann wirklich für teilweise horrormäßige Ablösensummen verlangen von Amateurspielern. Ich finde ganz persönlich, ist eine ganz schreckliche Sache, gerade auch für kleine Vereine, die sich wirklich weiterentwickeln wollen, in der Hinsicht auch qualitativ mal sich besondere Spieler zu holen. Ich finde es einfach schade, dass man da immer wieder an utopischen Summen stößt, gerade im wirklich Kreisliga-, Bezirksliga-Bereich. Finde ich sehr schade, dass es da nicht mal eine Einigung gibt. Ich denke mir auch, dass ich mit Sicherheit jetzt viele Trainer anspreche und auch viele Zuschauer anspreche, die vielleicht selbst betroffen davon sind, die selber Fußball spielen und im Winter vielleicht mal vorhatten zu wechseln, aus den unterschiedlichsten Gründen, ob es jetzt Unzufriedenheit ist, ob es nicht geklappt hat im Verein, ob man mit dem Trainer nicht klargekommen ist. Es gibt ja die diversesten und kuriosesten und auch die unterschiedlichsten Meinungen und Dinge und Gründe, warum man einen Verein wechselt in der Winterpause. Ich finde einfach, der Fußballverband Mittelrhein sollte sich da, oder auch speziell der DFB, sollte sich einfach mal Gedanken darüber machen, gerade im Amateurbereich, im unteren Amateurbereich, dort wirklich wie im Sommer festgeschriebene Ablösesummen mal festzulegen, damit man halt wirklich in der Winterpause auch mal qualitativ die Spieler zu seinem Verein locken kann. Sicherlich ist es eine Frage immer wieder des Geldes. Was hat man vorher investiert? Ist es ein Vertragsspieler oder dies und jenes? Es gibt ja wirklich verschiedenste Gründe, warum und weshalb da diese Ablösesummen so hoch notiert werden. Ich finde aber ganz ehrlich, und ich glaube auch, dass ich wirklich Tausenden von Trainern jetzt irgendwo aus der Seele spreche, dass der DFB bzw. die Fußballverbände sich da wirklich mal Gedanken drüber machen sollten, wie man im Winter da wirklich eine objektive Lösung finden kann, dass wirklich jeder Fußballer zufrieden ist. Das ist letztendlich ja das, was wir alle wollen. Wir wollen alle Fußball spielen, wir wollen Spaß am Fußball haben. Und wenn man den in einem Verein nicht mehr hat, dann sollte man wirklich diesem Spieler auch keine Steine in den Weg legen mit utopischen Ablösesummen. Und ich denke mir, da sollten wir uns alle mal Gedanken drüber machen, besonders die Herren beim DFB, bei den verschiedenen Verbänden. Da sollte man wirklich mal eine Einigung und eine Lösung finden.